Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen Mordfall aus dem Jahr 2001. Das Opfer ist der damals 50-jährige Hartmut Felix Bürger. Im Mai 2001 wurde am Flughafen von Leipzig ein grausiger Fund gemacht. Man fand eine Leiche im Kofferraum eines Autos. Die Autopsie ergab, dass der Mann schwer misshandelt wurde und dann schlussendlich erstickt wurde. Hartmut Felix Bürger war Bauunternehmer aus Harzgerode in Sachsen-Anhalt. Er hatte gewaltige Probleme, sowohl geschäftlich als auch privat. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 2. August 2002. Die Darstellung beginnt im Februar 2001 in Halberstadt. Hartmut Bürger liegt im Bett mit seiner Frau. Sie fragt ihn, ob an diesem Tag etwas Besonderes anliegt. Er antwortet zunächst nicht. Auf die erneute Frage seiner Frau sagt er, dass es heute einen Termin bei Gericht gibt. Und seine Frau sagt nur, ist es soweit? Und er sagt, ich kann es nicht mehr abwenden. Hartmut Bürger ist ein vielseitiger Unternehmer und engagiert sich auf mehreren Geschäftsfeldern. Er ist zum Beispiel Teilhaber eines Feriendorfes, eines Hotels und einer Fliesenfirma. Gleichzeitig führt er ein eigenes Bauunternehmen, welches sich allerdings in einer tiefen Krise befindet. In der Darstellung trifft er gerade an seinem Geschäft, also an dem Büro ein, und diese Darstellung war schon irgendwie sehr aussagekräftig. Denn er holt von der Rücksitzbank seines Autos etwas heraus, was verpackt ist, sieht aus wie ein Schild oder ähnliches und nimmt es mit ins Büro. Nachdem er ins Büro gegangen ist, ruft er alle Mitarbeiter zu sich. Er verkündet ihnen, dass die Rena Bau, so heißt die Firma, ja seit einiger Zeit Probleme hat und dass sich jetzt etwas ereignet hat, was er unbedingt vermeiden wollte, aber es gab keine andere Möglichkeit mehr. Und zwar musste er an diesem Morgen beim Amtsgericht Konkurs anmelden. Er teilt den Mitarbeitern, die dann teilweise schon sehr schockiert sind, mit, dass Löhne und Gehälter diesen Monat noch ausgezahlt werden und er im Augenblick nicht mehr sagen kann. Dann kommt bei ihm im Büro noch jemand vorbei, der Geld von ihm zu bekommen hat. Dieser Mann ist Elektriker und hat für die Rena Bau gearbeitet. Er ist verzweifelt, denn wenn er das Geld nicht bekommt, ist er pleite. Dieser Konkurs der Rena Bau hat für mehrere Subunternehmen folgenschwere Auswirkungen. Hartmut Bürger kommt glimpflich davon. Und um weiter im Geschäft zu bleiben, hat er bereits eine neue Firma gegründet. Und in der Darstellung stellt er das neue Firmenschild kurze Zeit später, nachdem er seinen Mitarbeitern den Konkurs eröffnet hat, ins Fenster. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Hartmut Bürger zu diesem Zeitpunkt eine Art Doppelleben führte. Er hatte eine Geliebte, eine Tatsache, die bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle spielt. Einige Wochen später, am 30. März 2001, gegen 17.45 Uhr, wird Hartmut Bürger das letzte Mal eben gesehen, und zwar von seinem Bauleiter. Dieser kommt gerade im Büro der neu gegründeten Firma an, um einen Schlüssel abzulegen. Also der Bauleiter der alten Firma wurde dann auch als Bauleiter in die neue Firma übernommen. Und als er gerade ins Büro gehen will, um den Schlüssel abzulegen, verlässt Hartmut Bürger das Büro. Am gleichen Tag, besser gesagt Abend, gegen 19.45 Uhr sieht eine Zeugin auf ihrem Heimweg von ihrem Geschäft in der Nähe von Hartmut Bürgers Büro einen Mann, der anscheinend auf etwas oder jemanden wartet. Um genau 21.17 Uhr telefoniert Hartmut Bürger zum letzten Mal von seinem Büro aus, und zwar mit seiner Geliebten. Er teilt ihr mit, dass er es heute nicht mehr schafft und verabredet, dass die beiden morgen wieder miteinander telefonieren. Die nächsten 30 Minuten lassen sich dann nur bruchstückhaft rekonstruieren. Hartmut Bürger muss die Tür zu seinem Büro selbst geöffnet haben. Vermutlich kannte er die Besucher. In der Darstellung schlagen die Besucher dann direkt nach Eintreten auf Hartmut Bürger ein. Zu dieser Zeit wartet seine Frau zu Hause auf ihn. Da er ab und zu später kommt, ist sie von ihm gewohnt. Gegen ca. 21.40 Uhr
kehrt die Zeugin aus der Nachbarfirma nochmal zurück. Sie hatte ja vorher diesen Mann in der Nähe von Hartmut Bürgers Büro gesehen. Sie muss nochmal zurückfahren, weil sie etwas vergessen hat. Und als sie auf den Parkplatz fährt, ist sie etwas beunruhigt, weil der Mann wieder oder immer noch vor dem Gebäude steht. Genau wie vorher. Und die Kripo hält diesen Mann für einen der Täter, die Hartmut Bürger überfallen haben. Am nächsten Morgen, dem 31. März, fährt Frau Bürger gegen 7 Uhr in die Firma, weil ihr Mann immer noch nicht aufgetaucht ist. In mehreren Räumen entdeckt sie dann Blutspuren. Wie sich bei späteren Untersuchungen herausstellt, stammt das Blut nicht nur von Hartmut Bürger, sondern auch von zwei weiteren Personen. Die nächsten Wochen bleibt Hartmut Bürger dann verschwunden. Am 2. Mai 2001 hilft dann der Zufall weiter. Denn die Frau, die zweimal den verdächtigen Mann in der Nähe der Firma sah, findet an diesem Tag Bürgers Auto auf einem Parkplatz am Leipziger Flughafen. Die Leiche von Hartmut Bürger liegt im Kofferraum. Er wurde erstickt und damit endet dann die filmische Darstellung. Die im Studio anwesende ermittelnde Oberkommissarin sagt, dass seine schwer durchsichtigen Geschäftsbeziehungen mit der Tat in Beziehung stehen könnten. Sie sucht noch nach weiteren, bisher unbekannten Geschäftspartnern, mit denen die Kripo noch nicht gesprochen hat. Es gibt dann einige interessante Artikel aus der Mitteldeutschen Zeitung. Einmal einer vom 3. Mai 2001. Dass Bürger überhaupt gefunden wurde, ist reiner Zufall. Ein Mann aus Harzgerode hatte den zufällig geparkten Wagen auf dem Parkplatz am Flughafen Leipzig-Halle bemerkt, war stutzig geworden und hatte die Ehefrau des Vermissten in Harzgerode angerufen. Für Andrea Maurer, die Schwester, ein weiteres Indiz. Die Polizei hat in den ersten Tagen völlig unzureichend gearbeitet. Die Frau erzählt die Geschichte, wie sie die Geschwister des ermordeten Geschäftsmanns erlebt haben. Der 50-jährige Hartmut Felix Bürger ist am Freitag, dem 30. März, wie immer in seiner Firma der Holzbau GmbH. Der Kampf um geschäftlichen Erfolg bestimmt sein Leben. Er wollte sich beweisen, er brauchte das Prestige, sagt Zwillingsbruder Ottokar Bürger. So wundert sich zunächst niemand, als der Unternehmer abends nicht nach Hause in das neue Doppelhaus kommt. Seine Frau fährt also noch einmal zur Firma. Dort ist von außen nichts Auffälliges zu sehen. Als ihr Mann auch am nächsten Morgen nicht erscheint, fährt sie noch einmal ins Firmenbüro. Dort findet sie auf dem Parkplatz, aber auch im Haus große Mengen Blut. Vor allem in der Toilette sind Berge von Schnee und Eisklumpen, die blutgetränkt sind. Also die Szenerie war da wohl ein bisschen anders, als sie bei Aktenzeichen Y dargestellt wurde. Wir glauben, dass es mit unserem Bruder vor dem Haus eine Auseinandersetzung gegeben hat und dass die Täter den blutigen Schnee mit Hilfe von Plastikeimern in der Toilette entsorgen wollten. So vermutet es die Schwester Andrea Maurer. Dass die Reste am Tag darauf noch zu sehen sind, könnte an der niedrigen Temperatur in dem ungeheizten Haus liegen. Umso mehr sind die Geschwister überrascht, als die benachrichtigte Polizei an diesem Tag überhaupt keine Spuren sichert. Erst nach unseren massiven Beschwerden kamen Tage später Beamte der Spurensicherung, erinnert sich Ottokar Bürger. Er schreibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Da haben wir bis heute noch keine Antwort erhalten. Erst nach einer Anfrage der MZ hat der Halberstädter Polizeipräsident Andreas Schomaker die Beschwerde gestern auf den Tisch bekommen. Der Sprecher der Polizeidirektion Halberstadt, Peter Pogunke, will die Vorwürfe so aber nicht stehen lassen. Richtig ist, dass am ersten Tag durch die Schutzpolizei keine Spuren gesichert worden sind. Erst am 1. April seien 16 Spuren und drei Tage später noch einmal 14 Vergleichsspuren, zum Beispiel von Kamm und Bürste, gesichert worden. Am 6. April ist laut Pogunke schließlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden, die am 11. April einen Beschluss beim Amtsgericht auf DNA-Vergleich gestellt hat. Dieser sei am 25. April ergangen und dem Landeskriminalamt zugestellt worden. Von dort liegen aber noch keine Ergebnisse vor. Für eine Vermisstensache, versicherte Pogunke, haben wir viel gemacht. Wie alle in der Familie beschäftigt auch Ottokar Bürger die Frage nach dem Motiv für den Mord an seinem Zwillingsbruder.
Die Ehe seines Bruders, sagte er, sei völlig in Ordnung gewesen. Bürger tippt vielmehr auf die Schulden, vor allem auf die großen Summen, die sein Bruder nach dem Konkurs seiner Halberstädter Firma Renabau GmbH noch zu zahlen hatte. Das, mutmaßt er, könnte der Schlüssel bei den Ermittlungen sein. Dann ein Artikel vom 22. Mai 2001. Klar ist inzwischen nur, dass Bürger am späten Abend des 29. März seinen Peinigern gegenübergestanden haben muss. Gegen 21 Uhr wurde er das letzte Mal gesehen, sagt der Chef der 22-köpfigen Sonderkommission Audi, Frank Götze. Auf dem Gelände der Holzbau GmbH im Gewerbegebiet Augustenhöhe gab es die erste Auseinandersetzung mit den Tätern, erklärt der Kriminalhauptkommissar. Blutspuren, die inzwischen dem Bauunternehmer zugeordnet wurden, belegen dies. Ob aber Bürger bereits in Harzgerode mit massiven Schlägen getötet wurde oder aber an einem anderen Ort, ist den Ermittlern bislang nicht klar. Unklar ist auch, ob der Harzgeröder auf dem direkten Weg im Kofferraum seines dunkelblauen Audi A6 zum Flughafen Leipzig-Halle gebracht wurde. Der Wagen hatte keinen Bordcomputer. Fakt ist nur, dass Bürger nicht mit der im Auto gefundenen Eisenstange getötet wurde, wie zunächst vermutet. Sein Werkzeug ließen die Täter dem Bauunternehmer. Ansonsten aber fehlen sämtliche persönlichen Dinge. Brieftasche, Papiere, Autoschlüssel und das Handy. Auf dem Parkplatz am alten Tower fand ein bekannter Bürgers am 1. Mai die Limousine, die er tags darauf als die des Bauunternehmers identifizierte und den Fund der Polizei meldete. Ein glücklicher Umstand, wie auch Kriminalist Götze fand, der den beachtlichen Zufall aber nicht weiter kommentieren wollte. Ein konkreter Hinweis auf mögliche Täter sei dies jedenfalls nicht. Auch nicht die zahlreichen Gerüchte, die im Harz kursieren. 33 verschiedene Spuren fand die Polizei am Tatort Harzgerode und 198 an Bürgers Audi, aber bislang nicht den entscheidenden Hinweis. Das Landeskriminalamt hat die Auswertung übernommen, so Götze. Bislang gab es auch nur zwei Zeugen, die am Tag des Verschwindens Fahrzeuge und Personen an der Holzbau GmbH gesehen haben, jedoch nichts von der Tat mitbekommen. Ein Zeuge vom Leipziger Flughafen will gesehen haben, dass die Kofferklappe des Audi Tage vor Auffinden der Leiche einen Spalt geöffnet war. Wir wissen nicht, ob jemand noch einmal am Wagen war oder ob die Klappe die ganze Zeit offen stand, erklärte Götze. Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen auch auf das Auffinden weiterer Zeugen, die wissen, wie lange der Audi QLB HB73 am Airport geparkt war oder ganz und gar beobachtet haben, wann er und von wem abgestellt wurde. Der Parkplatz wurde nicht videoüberwacht. In der Puzzlearbeit fügt sich auch die Suche nach dem Motiv ein, wenngleich die Soko vor allem im unternehmerischen Umfeld Bürgers verhandelt. Das Baugeschäft ist hart umkämpft. Entsprechend hart sind die Bandagen. Der Unternehmer war Götze zufolge seit der Wende auf mehreren Geschäftsfeldern tätig, an etlichen Firmen, meist als Geschäftsführer beteiligt, von denen es einige nicht mehr gibt. Und Götze bestätigte die Existenz von Außenständen als Ansatzpunkt für Ermittlungen. Erst wenige Tage vor seinem Tod soll Bürger die Halberstädter Renabau in den Konkurs geführt haben, mit Schulden in Millionenhöhe. Also laut Aktenzeichen Y heißt es ja, dass Hartmut Bürger ja glimpflich davon gekommen sein soll. Aber hier wird immer davon gesprochen, dass er nach diesem Konkurs der Firma Schulden in Millionenhöhe hatte. Dann ein Artikel vom 22. Oktober 2003. Soko-Chef Frank Götze bestätigt den Fakt am Mittwoch auf Anfrage der MZ. Wir haben wieder eine heiße Spur. Eine, nach der Götze lange hatte suchen müssen. Zuvor waren zahlreiche Versuche, die Mörder des 50-jährigen Geschäftsmanns zu überführen, gescheitert. Nach einer Fernsehsendung, also wahrscheinlich Anzeigen ins Y, über den Fall hatte sich jedoch ein Zeuge gemeldet, der den Verdacht der Ermittler, dass Bürger zum Zeitpunkt seines Todes erpresst wurde, wieder erhärtete. Hartmut Bürger hatte aufgrund seiner nach Angabe der Polizei teilweise rigiden Geschäftsgebaren, aber auch aufgrund von Schulden, nicht nur Freunde.
Im Dezember 2000 flog ein Erpressungsfall auf, bei dem ein ehemals mit Bürger befreundetes Ehepaar drei Gauner anheuerte, die den Geschäftsmann unter Druck setzen sollten. Rund eine Viertelmillion Mark Schulden soll der Harzke Röder bei den Eheleuten gehabt haben. Die will man endlich eintreiben. Doch der recht dilettantisch durchgeführte Versuch, ans Geld zu kommen, scheitert. Aber schon kurz nach dem Anfang Mai 2001 klar ist, dass Bürger ermordet wurde, gerät das Ehepaar erneut ins Visier der Fahnder. Allerdings klafft zwischen Erpressung und Bürgers Verschwinden Ende März eine große Lücke. Es gab keine Leute, die im Auftrag Erpressung fortsetzen, sagt Götze. Bis vor wenigen Wochen der neue Zeuge auftauchte, der die Geschichte doch noch weiter erzählt und, so hoffen die Ermittler, die Lücke schließen kann. Die Informationen sind schlüssig, wenn sie denn stimmen, relativierte der Soko-Chef. Es sei durchaus möglich, dass das Ganze eine Ente ist. Ein Racheakt im Milieu. Wird arbeiten daran, sagt Götze, ohne weitere Details nennen zu wollen. Und dann der aktuellste Artikel, den ich zu dem Fall finden konnte. Vom 31. März 2004. In Berlin sind sie zurzeit die Größten. Die Beamten der Soko Audi genießen bei ihren Kollegen Star-Status, weil sie einen Ring aus Wirtschaftskriminellen gesprengt haben. Eindeutig organisierte Kriminalität, sagt Ermittler Burkhard Hocke. Auf der Suche nach den Mördern des Harzke Röders Unternehmers Hartmut Felix Bürger haben die Kriminalisten aus dem Harz in ein Wespennest gestochen. Bürger ist 3 Jahre tot und noch immer fehlt der entscheidende Hinweis auf die Täter. Doch Soko-Chef Frank Götze hat die Hoffnung nie aufgegeben. Zu Recht, wie sich jetzt zeigt. So dicht dran waren wir noch nie, erklärt Götze. Dabei stand die Soko Audi schon kurz vor ihrer Auflösung. Doch ein Hinweis nach einer Fernsehsendung über die Bluttat führte die Kripo über 2 Jahre später wieder auf eine heiße Spur, und zwar nach Berlin. Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen ist ein dort lebender Russe. Ein Ehepaar aus dem Harz, einst mit Bürger freundschaftlich und geschäftlich verbunden, hatte versucht, ausstehende Schulden bei ihrem einstigen Kompagnon mit Druck einzutreiben. Doch ein erster Erpressungsversuch scheiterte. Im März 2001 will man Bürger mit Gewalt dazu bringen, dass er seine Schulden begleicht. Man suchte Leute, die dieses Handwerk besser verstehen, sagte Ermittler Hocke. Der Geschäftsführer einer Aschersleben Baumaschinenfirma stellte über einen weiteren Kontaktmann in Berlin den Draht zu dem 37-jährigen Russen her. Der bekommt den Auftrag, sich um Bürger zu kümmern. Das ist ganz offensichtlich auch geschehen, sagt Ermittler Hocke. Zusammen mit mindestens 2 Kumpanen soll der Russe am 30. März 2001 in Bürgers Firma in Harzgerode gewesen sein. Während der mutmaßliche Drahtzieher der Disziplinierungsmaßnahme sich vermutlich nicht selbst die Finger schmutzig machte, schlagen die anderen beiden zu. So heftig, dass Bürger wenig später stirbt. Da die Leiche Bürgers in diesem Audi am Flughafen gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Schläger das Land verlassen haben. Der Russe aber bleibt, um seinen Geschäften nachzugehen. Und auf die stößt die Soko während ihrer Ermittlungen in Berlin. Wir haben ein komplettes System von Finanz- und Wirtschaftsstraftaten aufgedeckt, so Hocke. Allein 86 Firmen soll der Russe geführt haben. Über Strohmänner, weil er wegen Konkursverschleppung nicht selber als Geschäftsführer mehr tätig werden durfte. Das Gros der Unternehmungen sind Briefkastenfirmen. In Konkurs gegangene Gesellschaften, die aufgekauft wurden, um mit diesen Geschäfte aller Art in ganz Europa abzuwickeln. Verbotene GmbH-Mantelhandel nennen Juristen so etwas. Die haben alles Mögliche über diese Firmen gekauft und verkauft. Von der Stecknadel bis zur Recyclinganlage, so Hocke. Die Gewinne sollen jedoch nicht versteuert worden sein. Unter Führung der Halberstädter Beamten gab es in Berlin über 12 Durchsuchungen mit 130 Beamten, 21 Vernehmungen und 2 Haftbefehle folgten. Aus dem mysteriösen Mordfall Bürger ist ein Kriminalstück geworden, das inzwischen neben der Polizei auch Zoll, Steuerverhandlung, Grundbuch und Gewerbeämter beschäftigt. Es geht um Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Konkursverschleppung,
Verstöße gegen das Telekommunikations- und das Sprengstoffgesetz, schwere Brandstiftung und. Und der Kern der Geschichte, die Suche nach Bürgers Mördern? Die geht natürlich weiter, sagt Soko-Chef Götze. Der Erkennungsgewinn in Berlin, aber auch auf der sogenannten Aschersleben Schiene, habe dazu geführt, dass alte Spuren neue Werte bekommen. Wir wälzen jetzt noch einmal alle Akten, erklärte Burkhard Hocke. Zwar sind die Details der Tat rekonstruiert, Auftraggeber und Auftragnehmer bekannt, doch was noch immer fehlt, sind die Täter. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Fall erinnert. Ich fand den damals schon recht interessant und habe mir auch gedacht, dass da wesentlich mehr dahinter steckt. Also im Prinzip konnten im Zuge dieser Tötung viele Straftaten geklärt werden, allerdings der Mord an sich selber nicht. Im Prinzip haben dann, wenn ich es mal so sagen darf, sich die Leute da irgendwo einen Bärendienst da mitgeleistet, dass sie eben Hartmut Bürger getötet haben. Denn so kam die Polizei vor vielen Betrügereien und merkwürdigen Geschäften auf die Spur. Das war's mit dem Video. Ich denke mir mal, einige können sich an den Fall noch erinnern, aber viele wissen mit Sicherheit nicht, wie es dann weitergegangen ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!